So, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed anbauen. Wir machen heute weiter mit dem nächsten, in der nächsten Folge. Und wir gucken mal noch wegen einem neuen Auto. Wie gesagt, wenn ich den Acura verkaufe, dann hätte ich 138.000 circa. So, Wagen, meine Wagen. Ja, austauschen auf dem McLaren. Und dann hätte ich den 113, genau, da wäre ich bei 138,8, wenn ich Nakura abgebe. Meine Wagen. So, Leistung. Ich müsste ja, muss ja, will ja unbedingt mal unbedingt tauschen. So, So, Hersteller. Ne, Hersteller war es nicht. Preis. So, um was. Ich brauche ja ein Auto, was S Plus hat. Nee, Quatsch. A Plus, warte mal. Ja, A Plus, genau. Stärker als mein Acura, der ja Höchstgeschwindigkeit von 327 hat. So, der Dodge Charger Hellcat. Die sind alle noch nicht so schnell, ne? Die meiner. Die macht das irgendwie mit der Karre noch richtig. Das ist das Problem. Selbst wenn ich mir den Dings hole. Das ist ja auch. Was habe ich gesagt? Wenn ich mir die Dings hole. A plus. A plus. Na gut, ich habe ja noch ein bisschen Möglichkeit, ein bisschen umzubauen. Ne? Ich habe aber dann 108. Ich würde ja gern ein neues Auto kaufen. Das ist es halt. Das ist die ist. Ich weiß nicht, ob das der hier ist. Nee, ist es nicht. Ne? Bimbi 8 Coupé. Ich will sicherlich kein Elektroauto. Ja gut, jetzt auf A plus, ja, knapp. Aber ich brauche ja selber ein A plus mit. Chevrolet Grand Sport. Man hat ja 327 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit. Nissan Z-Prototyp. Ich kann ja nichts weiter machen. Ich muss ja auf die 200, was war das, 268 kommen. Ich glaube, die Stingray, die hat die hier. Die Karre hat die, glaube ich. Ich muss jetzt mindestens noch ein Rennen fahren. Die Hellcat ist ja schon Stufe S. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir noch ein Rennen fahre. Der hat ja 322, das ist ehemals ein RWD. Und den Mercedes hier kaufe. Der hat ja 300. Aber da kommt keiner von den Werten her an die Dings dran, an den Mercedes, an die Dings, an den. An die Olle daran.
weiß gar nicht, was die, wie gesagt, für eine Karre fährt. Das ist das Problem. Ich bin immer noch mit dem Auto dran. Ich bin immer noch am Überlegen. Polster 1. E14. Lamborghini Urus, das ist ja die Karre. Das hier. Oder die Dodge Viper zu holen, aber die ist auf S schon. Ich brauche ein A+. Ich brauche ein A+ mit folgenden Werten, mit den Werten. Z Prototype 254 303. Plus. So, 327 braucht er. Das wäre hier der Aston Martin, aber der ist auch schon wieder auf. Der steht auf. Ach, der steht auf 22. Na gut, den müsste ich nur ein bisschen auf Bodenhaftung packen. Und dann hat der von den Werten der sogar genauso viel wie meine, wie der. Oder auf den Aston Martin zu gehen. Panamera sogar noch top von den Werten her. Der Panamera hätte die Dings. Die Werte top, wäre der besser. Den müsste man nur ein bisschen hochpushen. Dann hätte der die Werte. Die 397. Der hier. Heute Porsche 911 Carrera. Ja, ich guck mal erstmal. So, erstmal, also wir waren heute jetzt mal mit dem ich hätte mal einen Aren fahren, habe ich irgendwie Bock drauf jetzt gerade so ein bisschen. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen hin und her bin. Ich bin echt im Überlegen, was ich kaufe. So, hier haben wir noch ein paar Rennen. Wir haben jetzt Stufe A. Hier ist ja nicht. A plus. Schwere 8. Die haben wir ja schon mal gefahren. Die ganze ist ziemlich häufig schon mal gefahren. Die will ich jetzt sicher noch mal fahren. Hier ist ein A. Das bringt mir Track Day Special. Straßenrennen gilt wie Heu. Habe ich ein A-Plus-Auto? Warte mal, meine Wagen. Ja, der Acura. Gut.
Gut, dann fahren wir was anderes. Moment, ich weiß, was ich mache. Spielen. Dann war Track Day Special, ne? Das Ding hier, die Kurvenlegende. Die müsste ich jetzt, würde ich jetzt mal wieder fahren, Janne. Seht das mal bitte nach, dass ich momentan ein bisschen hinterher überlegen bin. Ich habe mir manchmal so einen Weiß, weil sie ja, was die Olle für ein Auto fährt. Ich habe jetzt bewusst mal den Eclipse wieder genommen. Ja, bin ich mit Absicht. Nicht mit Absicht. So, Rivalen, was haben wir denn hier? Die ist das Neobi, Varu, Chilton, Boost, Sisha. Ach, das sind immer die gleichen. Das ist gar nicht hier die neue, ist gar nicht dabei. So, ja, mal Event. Was ist das für ein Event hier? Warte mal. A plus. Im Turm wechseln sich die Leute ab. Ja, wie gesagt, die. So. Gut. Starten wir mal rein in den Track Day. Keine Sorge, hallo, ich krieg mir noch meine Wunderwaffe. Leute, die scheiß Cops. Arsch!
Chacha, danke schön, dass du mir den Sieg versagt. Ich musste bei dir vorbeikommen. Mit dem scheiß Lamborghini Urus ballerst du an mir noch vorbei. Ich hätte dich gehabt. Mann, ich hätte dich gehabt, du Arsch, ey. Ja, ich muss auch. Ich muss vorziehen, noch an dir vorbeigehen. Lass das Rennen beginnen. Das lasse ich dir mal durchgehen. Ach, geh mir mal nicht auf den Sack, was! Zivilisten werden angefahren, Zentrale! Wo sind denn hier Zivilisten? Was mein Geld nicht verdient. Jetzt habe ich mal zumindest einen kleinen Vorsprung. Und zwar ein deutlicher Vorsprung mal. Das, obwohl es Ross am Anfang des Rennens uns ein bisschen ausgenommen hat. Boah, ich bin jetzt bei Stufe 5. Ich muss hier raus. Ich muss jetzt dringend das Auto tauschen. Mobilisiert das ganze Revier, um diesen Parker zu fangen. Verdammt, Subjekt auf Kennedy Test Track verloren. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich werde diesen Punk garantiert finden. Wir stehen da wie ein Haufen Decken. Kiddo, im Polizeifunk heißt es, dass heute Nacht jede Menge Cops unterwegs sind. Danke, Ryder. Wirklich. Ich weiß, du kommst klar, aber sei vorsichtig. Wäre echt schade, wenn du das hart verdiente Geld an die Cops verlierst. Ja, deswegen hau ich jetzt gerade ab. Ryder ist right. Abholung gefällig? Hi. Es heißt, du hilfst Leuten aus der Patsche? Ja, das mache ich ab und zu. Kann ich dir helfen? Kannst du. Okay, sag mir, wo du bist und ich komme zu dir. Danke. Schicke dir den Ort. Nee, aber das machen wir nicht, weil wir müssen gucken, dass wir wegkommen. Wir haben 5 Sterne, wir müssen das Auto tauschen. Trotz der guten Wortwahl und des volksnahen Charmes ist es ganz offensichtlich, dass uns Bürgermeisterin Stevenson von dem ablenken will, was eigentlich vor sich geht.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Polizei von Lakeshore einen Blick auf die korrupten Kriminellen wirft, die diese Straßen beherrschen, und nicht auf diejenigen, die schnell auf ihnen fahren. Oh, wow. So, weg damit. Hauptsache, das Auto ist erstmal safe wieder. Alle Sterne sind weg, wir haben 40.000 jetzt safe. Also plus 153.000. Ich werde das in Acura verkaufen und gucken, was wir machen. So. Autoteile denn so viel? Ich habe schon einmal eine Organe gespendet. Eine edle Karre kostet nun mal. Wenn ihr schnelles Geld braucht, habe ich Jobs für euch. Danke, aber wir brauchen Aufträge, die viel Kohle bringen. Solche Aufträge. Jo, tschüss. Acura RX6. Keine Belohnung. So. Wir müssen jetzt einen neuen A-Plus-Wagen uns zulegen. Der zumindest die ähnlichen Werte hat wie der Acura. So, jetzt muss ich gerade gucken, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt muss ich gerade mal gucken, in der alten Folge, was die gute Harlow da eigentlich für ein Auto hat. Zwanziger Corvette Stingray. Der 20er Corvette Stingray. McLaren. Das Auto, Platze. Das ist das Auto, was er hat, was er fährt. Wir haben jetzt 154.000. Zwanziger Corvette Stingray. Ja, jedenfalls auf den Stingray zu gehen. Die Werte von der kriege ich doch nie rein hin, oder? Das wären die Werte. 311 km/h. Dann hätte ich genau die Werte. Da muss ich halt ein bisschen basteln. 40 Punkte. Also jetzt nochmal ein Skyline zu kaufen, will ich jetzt auch nicht. Panamera wäre eine Idee. Der hat genauso der Werte wie mein Eclipse gehabt. 20% Grip, Handling umgebaut. Ich will eigentlich ungern mit dem Dings ankommen, mit dem SUV da ankommen.
Und wie gesagt, die kommen mit der Karre an. Habe ich jetzt 268 drin. Die Werte sind besser als bei meinem Eclipse und der hier. Ach, ist was, wir kaufen. Bumm. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich Werte habe, die nicht so. Was habe ich hier für Reifen drauf? Das sind normale Standardreifen, ne? Pro. 69, da wäre die Werte hier ein Ticken besser. Ja, ich weiß nicht, was die, was der. Ja, wo wir uns. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Style, Individualisierungen, nee, Lackierung, Community. Ich glaube, die Lackierung passt ja zu dem Auto. Meiner Meinung nach. So. Alles andere machen wir so ein bisschen nach und nach. Wenn wir die Karosserie und so ein Bodykits. Da müssen wir Bodykits halt einbauen irgendwann. Kostet auch nochmal 30.000. Naja, gut. So, dann haben wir dann einmal unser A-Plus-Auto fertig für die Quali. Jetzt kann ich hoffen, dass ich die alle da mal irgendwann kriege. Ach, wir haben wieder mal eine Lore-Kurvenlegende mit, ne? Naja, das machen wir bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, tschüss.